und herzlich willkommen beim Podcast für Souveränität und Gelassenheit. Dein Podcast für deinen Erfolg und Genuss, weil dein Leben leicht sein darf. Mein Name ist Nadja Lang und ich freue mich riesig, dass du heute wieder eingeschaltet hast für deine wöchentliche Dosis an Souveränität, Gelassenheit und Leichtigkeit von innen heraus. Alles Weitere findest du wie üblich auf www.nadjalang.com. Für das heutige wundervolle Gespräch zu Souveränität und Gelassenheit bin ich Mitte letzter Woche ins Umland von Zürich gefahren, zu Hannes Schmid in sein Atelier, Büro und Tonstudio. Hannes Schmid ist Fotograf, Filmer und Maler und er ist auf der ganzen Welt tätig. Seit mehr als 7 Jahren widmet er sich seinem wahrscheinlich größten Projekt und das ist Smiling Gecko. Ein Hilfs- und Unterstützungsprojekt in Kambodscha, mit dem ausgewählte ärmste Familien aus den Slums geholt werden, lesen, schreiben und Berufe erlernen können, damit sie ein nachhaltig freies und gesundes Leben aufbauen können. Im Gespräch nimmt uns Hannes Schmid mit auf die Reise nach Kambodscha und teilt mit uns, wie er dieses Hilfsprojekt von Null auf gestartet hat, wo das Projekt heute steht und wie er bei allen Herausforderungen souverän und gelassen bleiben kann. Die Hilfe bei Smiling Gecko setzt übrigens bei den Eltern an, nicht direkt bei den Kindern. Weil, wenn es den Eltern gut geht, sie gesund sind und sie ihre Familie ernähren können, dann überträgt sich diese wahrgenommene Sicherheit ganz natürlich auf die gesamte Familie und es geht automatisch auch den Kindern gut. Ich freue mich deshalb unglaublich, dieses sehr persönliche Gespräch mit dir zu teilen, in dem es um das so wichtige und eindrückliche Thema unter anderem geht, dass wenn es dir gut geht, dann kannst du anderen kraftvoll und nachhaltig helfen. Wir leben nämlich in komplett neuen Zeiten und ein Verständnis dieser neuen Zeit hat sich komplett gewandelt. Und das ist, dass ich zuallererst dafür sorgen muss, dass es mir selber innerlich gut geht. Dann kann ich so richtig aus dem Vollen schöpfen und richtig kraftvoll für andere sorgen, mich um mein Umfeld kümmern und eine wunderbare Idee zu einem nachhaltig funktionierenden Hilfsprojekt wachsen lassen, wie uns das gleich der Hannes Schmid so eindrücklich erzählt. Und dieser Grundgedanke, der ist dir ganz bestimmt bekannt aus den Sicherheitsanweisungen im Flugzeug zum Beispiel. Dort kommt immer die Anweisung vor dem Abflug, dass du in einem Notfall zuallererst dich selber mit der Sauerstoffmaske versorgen musst, damit du anschließend kraftvoll den Sitznachbarn helfen kannst. Wenn du selber zu wenig Sauerstoff hast, dann kannst du den anderen nicht helfen. Und dieser Grundgedanke hat sich mittlerweile ausgedehnt auf unser Leben. Wenn du für dich gut schaust, und das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern damit, dass du für dich einfach schaust, dass du in deiner Kraft bist. Und dann dehnt sich deine Kraft, dein Kraftfeld automatisch auf dein Umfeld aus. Dann hast du die Kraft, die Energie und Ideen für wundervolle Unterstützungen anderer. Dann fließt es von der Idee zum nachhaltig funktionierenden Hilfsprojekt. Dann fließt es von den kraftvollen Eltern zu den Kindern. Dann fließt es von dir zu deinem Team, Projekt, Familie oder Unternehmen. So, und jetzt geht's los mit diesem wundervollen Gespräch mit Hannes Schmid. Hallo, lieber Hannes. Ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview heute. Du, ich freue mich sehr. Ich halte gerne Gespräche mit interessanten Leuten. Oh, vielen Dank. Jetzt haben wir Vormittag 11 Uhr. Wie war dein Tag bisher? 3 Uhr morgens musste ich ein Telefongespräch führen mit Kambodscha. Mhm. Das war 8 Uhr morgens. Dann hatte ich sehr viele E-Mails zu machen. Dann habe ich ja die Maria und Nuam bei uns zu Besuch. Das ist unsere Executive-Chefin vom Farmhaus, diese junge, talentierte Kambodschanerin. Die musste ich dann um 6 Uhr irgendwie Türe trommelnd aus dem Bett holen, weil sie musste um 7 Uhr im Hotel wieder sein, weil heute ist der erste Gastkochtag. Sie kocht ja ab heute bis Freitagabend, kocht sie ihre Gerichte in der Wiederbar.
Sehr cool. Dann musste ich etwas Unangenehmes, ich musste ins Herz landen, ich musste eine Untersuchung über mich ergehen lassen, das hat dann 2 Stunden gedauert und dann hatte ich noch ein 15-minütiges Meeting und bin hier eigentlich auch erst vor 10 Minuten angekommen. Aha, dann haben sich unsere Wege am Parkplatz schon gekreuzt. Vermutlich, fast, ja. Ja, genau. Umso mehr vielen Dank, dass du das heute ermöglichst. Magst du mal uns noch in deine Welt weiterholen? Was beschäftigt dich im Moment am meisten? Gut, es sind viele Sachen, die mich beschäftigen. Ich beschäftige mich mit mir selber. Was heißt das genau? Ja, das heißt das genau. Ich meine, ich bin 73 und ich gehe hier mit der Concorde fliege ich durch diese Welt im Moment. Ja. Also eben meine Tage haben 20 Stunden Arbeitszeiten und es ist sehr viel und man muss sich immer auch mal wieder selber die Frage stellen, ist das alles so okay oder was machst du überhaupt oder ist das, was du machst, richtig oder schiebst du irgendwo irgendeine Richtung, wo es dann vielleicht doch mal aus dem Ruder gehen könnte? Mhm. Also das sind natürlich schwere Gedanken, die mich im Moment sehr, sehr beschäftigen, weil meine Kunst, die geht weiter. Mhm. Da werde ich unterstützt von Hillary, die da natürlich eine super Kuratorin ist und auch Art Historikerin und Künstlerin. Und auf der anderen Seite habe ich ein tolles Team hier in Zürich, die mich unterstützt bei Smiling Gecko. Aber meine Hauptarbeit ist nicht hier. Meine Hauptarbeit ist in Kambodscha mit meinem Team da unten. Das ist eine sehr, sehr große Herausforderung, gerade im Moment, wo wir da über 300 Bauern haben, die kein Wasser mehr haben, nichts zu essen, ist eine große Dürre. Man kann man 100 Jahre zurückgehen, das hatten wir noch nie und das ist verheerend für diese Bauern, die keine Reserve haben. Also da, wie finden wir das Geld, wie machen wir das, wie verteilen wir Wasser, wie können wir schauen, dass sie Wasser über eine Woche lagern können, ihre Kinder, die krank sind, wie kriegen die in ein Spital. Und natürlich immer das Weitergehen mit diesem riesigen Projekt, mit dem Hotel, also mit dieser Großküche, mit diesem Food Processing Center, mit der Schule, mit der Landwirtschaft, Schweinezucht, Hühnerzucht. Und natürlich im Moment ein großes Problem ist natürlich unser Gemüseanbau. Auch da leiden wir, oder die Fische. Wir haben eine große Fischzucht. Ja. Und wir haben letzte Woche 4 Tonnen Fische notgeschlachtet, weil wir zu wenig Sauerstoff in unseren Seen haben, um den Brutstock, also um die Mutter und die Vaterfische zu schützen. Sonst, wenn wir das verlieren, dann verlieren wir fast 1,5 Jahre Arbeit. Ja, das sind die Herausforderungen, neben der Kleinigkeit, dass ich natürlich eine Familie habe, einen Sohn habe. Ich musste am Samstag noch schnell, wenn ich bin angekommen am Morgen aus Singapur, dann sind wir schnell in Stockenburg, sind wir Ski gefahren, für mein letztes Skirennen gefahren. Und am Sonntag auch noch mal kurz am Morgen. Ja, also es ist halt immer da zwischendrin. Ja, gestern musste ich Mittagessen kochen und Nachtessen kochen. Und ja, es ist ein volles Leben. Aber ich frage mich immer, es ist eigentlich sehr schön, dass man in diesem Alter eigentlich noch so ausgefüllt ist und so viel hat. Aber wie gesagt, es ist mehr eigentlich der Gedanke, was bewegt das alles oder was verursachst du, wenn du das alles machst? Ja, ja. Da würde ich auch gerade gerne nochmal einhaken, was du ganz am Anfang gesagt hast. Dieses in dich gehen und auch wie rekapitulieren, wo stehe ich heute und wie soll es mit den Projekten weitergehen. Wie machst du das? Gut, das ist ein konstanter Prozess. Das ist ja nicht, man sitzt ja nicht 3 Jahre macht man nichts und dann sitzt man hin und sagt, ja, jetzt schauen wir mal, was wir da los haben. Sondern dieses Hinterfragen der Projekte, das Hinterfragen, wie du vorwärts gehst, das ist ein konstanter Prozess. Und wenn man das nicht macht, dann hat man wirklich die Gefahr, dass man in eine Einbahnstraße läuft und hinten dann eine Mauer ist. Also das ist sehr, sehr wichtig. Und das wird auch so ein bisschen zum Training abzuwägen. Also was mache ich da, was mache ich da? Und es ist auch so, dass man ja versuchen muss, abzugeben. Also ich muss ersetzt werden. Das heißt, ersetzen kann man mich nicht. Aber man muss diese Entscheidungen, diese Arbeiten, die anfallen, die muss man kanalisieren. Ja. Das ist auch ein Prozess im Moment. Ich versuche sehr stark zu kanalisieren, was macht Schweiz, was macht Kambodscha, wer ist da zuständig, wer ist da zuständig, wo fangen die Projekte an und wo hören sie dann auf? Und zwischendrin ist immer natürlich, wie findet man das Geld dazu? Und das sind diese Sachen, das ist aber ein konstanter Prozess, wie du morgen aufstehst und hast die Zähne putzt. Also ist es nicht im Moment ein besonders tiefer Prozess oder wo du dich mehr mal zurückziehst für Stunden? Nein, das habe ich sowieso keine Zeit. Also ich habe zwar unten bei uns im Farmhaus kann man Yoga machen, aber ich habe
kaum Zeit, irgendwo an dieser Yogaschale vorbeizugehen. Ich sage, dieses Om, das überlasse ich den anderen. In der Zeit, wo die Om machen, muss ich arbeiten. Ich gut, aber beim Yoga muss ich auch auf die Bewegung konzentrieren. Wir haben ein sehr schönes Schwimmbad, aber manchmal bin ich wirklich 10 Tage unten und ich schaffe es nicht einmal ins Schwimmbad. Ja, das ist eigentlich traurig. Also ich schaffe es, vorbeizugehen. Ja. Aber ich finde echt die Zeit, nicht ins Schwimmen zu gehen. Oder? Aber das gehört halt dazu, oder? Würde es nicht auch dazu gehören, eben mal die Sense so zu schleifen und mal aus der eine Distanz einzunehmen, um dann wieder mit Vollgas loszulegen? Nein, also Sense schleifen, also es ist so, dass sie wird immer schärfer, je mehr man macht. Mhm. Und diese Recuperation, also dieses Erholen, oder da bleibt einem schon noch die Zeit. Ich habe ja lange Flüge und so. Aber eigentlich, nein, es ist das Gegenteil. Ich glaube, wenn man jetzt da abhängt, dann fällt auch die Energie zusammen. Die Energie, die ich produziere, die ist wichtig, dass dieses Projekt vorwärts geht. Ja. Weil ich bin der Energiespender, ich bin der mit dem Drive, ich bin der mit den Ideen. Und dann muss man das konsolidieren. Mhm. Man muss diese Ideen, die man hat, zusammenführen, muss sie mit seinem Team besprechen. Und ich bin natürlich immer schon einige Längen voraus allen. Und das ist manchmal schwierig, dass viele Leute dann in der Organisation, die bekommen das alle gar nicht mit. Mhm. Also die kommen nur ihr Teil mit. Also der Schreiner bekommt das von der Schreinerei, den Spezialist, den ich für Pflanzen habe, für das, der Hühnerspezialist. Aber die sehen dieses Gesamtbild nicht. Oder? Mhm. Und das ist auch schwierig. Wie vermittelt man dann immer so ein Gesamtbild? Mhm. Ist es überhaupt nötig, dass diese Leute ein Gesamtbild sehen? Oder müssen sie sich wirklich auf das konzentrieren, was wichtig ist? Ich glaube, das sind so diese Vorgänge, aber also abhängen, ausruhen. Also ich habe das erste Mal, glaube seit 15, 18 Jahren, habe ich 2 Wochen Urlaub gemacht. Aber das Urlaub, das war Skitraining jeden Tag, weil ich fahre ja Skirennen. Und also es war knallhart, oder? Also und ich brauche auch dieses immer wieder auch ein bisschen an die Grenze zu gehen, dass immer wieder diese Herausforderung. Mhm. Das ist der Teil. Und ich sage, vermutlich bin ich wie ein alter VW-Motor, der auf den Gotthard fährt. Ja. Mhm. Seine Fahrt schießt da hoch, krachend, da fährt um die Kurven, Highspeed, und der läuft wie verrückt. Und wenn du dann oben ankommst, dann gibt es einen riesen Klapp und dann fliegt der Motor in die Luft. So ist vermutlich irgendwann. Nein, also das ist unpassend, wenn ich lache. Und dann ist es vorbei, oder? Aber ich glaube, das ist es halt. Oder? Und nimmst du die alte Gotthardstraße oder die neue? Nein, die alte natürlich, oder? Was viele Kurven hat, oder? Aber nein, das ist schon, das ist schon so. Braucht man das? Braucht man diese Ruhe? Manchmal frage ich mich auch, brauche ich das jetzt alles? Auf der anderen Seite, es gibt ja eigentlich nichts Schöneres, wenn man so alt werden kann, mit so vielen Aufgaben, so vielen Herausforderungen, dass du gar nicht Zeit hast, darüber nachzudenken. Also manchmal sprechen die von Leuten, die 70 sind, sagen sie, mein Gott, sind die alt, bis ich dann realisiere, dass ich auch zu denen gehöre. Oder? Was passiert dann während so einem langen Flug, wo du tatsächlich nicht weg kannst und wie so Zeit für dich hast? Also gut, jetzt sind die Flüge von Zürich nach Singapur etwa 12,5 Stunden, da arbeite ich, weil der fliegt ja um 11 Uhr weg, das ist Tagesarbeit. Also Arbeit, du hast heute, hast du auf den Fliegen auch Internet, du kannst in aller Ruhe arbeiten, stört dich niemand, ruft dich niemand an, das ist total genial, also ich kann mich da auch mit meinen Projekten auseinandersetzen, ich kann sie wieder im Kopf wieder durch mich durchgehen, durch meine Projekte, ich suche auch sehr viele Bilder dann aus. Und eigentlich ist es eine sehr produktive Zeit, die ich habe in den Fliegen. Dann komme ich an, in Singapur habe ich 1,5 Stunden Aufenthalt, dann fliege ich weiter. Und meistens, der Flug ist 1 Stunde 30 Minuten, meistens schlafe ich dann in diesem Flug eine Stunde. Und dann komme ich an und dann sind die Leute für mich bereit und dann geht's los. Also da gibt's keine Pause. Oder? Und das, heute im Moment ist es natürlich auch, der Klimaunterschied ist groß, 40 Grad in Kambodscha, hier sind es 8, 10 Grad. Ja. Es ist sehr, sehr heiß unten und das merkt man dann schon. Oder? Und dann geht das, dann versuche ich durchzustehen. Das heißt, es ist ja gut, weil die Zeit von der Schweiz ist ja hinterher. Also am Abend bin ich natürlich sehr lange wach. Schlimm ist dann der nächste Morgen, weil ich muss sicher zwischen 5 und 6 raus, weil ich entweder fotografiere, filme. Oder halt in der Schule bin, das geht um 6:30 los, oder irgendwo halt was zu tun habe. Meine ersten Meetings beginnen eigentlich um 7, 7:30 Uhr, weil dann hatten alle Frühstück.
Dann habe ich sehr viel Besuche. Ich hatte jetzt eine große Gruppe aus Singapur. Das war eine Vereinigung von Stiftungen. Und dann habe ich natürlich Führungen. Also dann zeige ich das Ganze. Da sind Gespräche da, da halte ich Vorträge. Mhm. Und da sind auch große, wichtige Diskussionen. Zum Beispiel war die Präsidentin der kambodschanischen Nationalbank da. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil wir andere Meinungen haben über die politische Situation natürlich vom Lande. Und von ihrer Seite her merkt man dann schon, dass sie, ja, sie vertritt natürlich auch die Meinung des Präsidenten. Ja. Und da muss man dann sehr, sehr feinfühlig sein, weil wir sind Gast in diesem Land und die können bestimmen, was sie wollen, ob wir das gut finden oder nicht. Und unsere Aufgabe ist nicht politisch zu sein, unsere Aufgabe ist, to empower the local people, also die Leute unabhängig zu machen, es wirtschaftlich vorwärts zu treiben, Bildung zu vermitteln, Berufsbildung zu vermitteln. Das ist eigentlich das, was unsere Aufgabe ist. Und politisch ist es, was es ist. Also wir können es nicht ändern. Ja. Steht es im Widerspruch zu dem, was politisch gewollt ist? Das empower the people? Ja und nein. Also auf der einen Seite, also sie verhindern eigentlich die Bildung, was natürlich heißt, dass es im Widerspruch steht. Wenn du Leute hast, die halt keine Bildung, schlechte Bildung haben, dann ist es schwierig, die Leute zu empowern, weil wir fangen ja mit den Dreijährigen und den Zweijährigen an. Also, aber das ist ein langer Weg. Man realisiert dann, dass halt Bildung geht nicht von heute auf morgen. Also diese Kinder, die wir jetzt haben, wenn sie es durchstehen bis zur 12. Klasse, das heißt 3 Jahre ist es Vorschulbildung, Nursery, also Kindergarten, Kindergarten, dann 12 Jahre Schule, 10 ganz sicher, bis Deutschland würde man ja sagen mittlere Reife. Obwohl man hat natürlich Abgänge, weil die einen aus familiären Gründen werden dann ab der 7., 8., 9. Klasse werden die dann vermutlich eben weggehen, weil sie zu Hause arbeiten müssen oder halt bei uns dann in eine Berufslehre gehen. Und dann kann man sagen, jetzt mal so 2035 haben wir dann die Ersten, die einigermaßen eine Grundbildung haben oder auch einen Beruf erlernt haben, aber dann an für sich erst ihre Kinder, und jetzt sprechen wir von 2055, 60, werden eigentlich so sein, wie man dann auch eine Bildung braucht. Man darf nicht vergessen, es geht sehr schnell im Moment. Also die Anforderungen an Menschen, die sind sehr groß. Wir sehen ja, wie wir unsere Kinder forcieren. Wenn jemand nicht in die höhere Schulbildung kommt, ist das bei uns ein Drama und. Also mein Sohn ist 16, meine Tochter ist 19, beide in der Schulbildung. Es ist brutal, was die leisten müssen, oder? Und man fragt sich schon, ist das wirklich alles so nötig? Oder ist es so in 10 Jahren, dass eine Friseuse doch vielleicht ein besseres Leben hat, weil der Roboter und der Computer das noch nicht ersetzt hat, dass man Haare schneidet? Also man muss da schon ein bisschen schauen. Wir haben diesen riesigen Drang nach dieser High-Tech-Technology und ITs und alles. Und man vergisst immer wieder, dass das Leben nicht nur aus dem besteht. Ja. Im Kambodscha-Projekt, was du gerade angesprochen hast, du zeigst ja den Familien, die ihr aufnehmt, bei Smiling Gecko auch, das Leben kann anders sein, oder? Oh, das ist ja der Sinn, dass wir sie holen, sie weg von der Müllhalde, von einem Leben, das nicht menschenwürdig ist, das im Dreck stattfindet, in der Sklaverei, in der Prostitution, in der Kinderprostitution. Und wir versuchen ja da auch ein Modell zu bauen, dass es eben, dass man das eben genau umdrehen muss. Man muss schauen, dass die Leute nicht mehr vom Land in die Stadt ziehen, sondern eben eigentlich die Leute wieder von der Stadt ins Land ziehen. Aber für das braucht man Infrastruktur. Ohne Infrastruktur geht das nicht. Leider haben wir in den letzten 20 Jahren mit all diesen Milliarden und mit über 4.500 Hilfswerken in Kambodscha hätten wir es nicht geschafft, eben das zu erreichen. Oder es ist eigentlich ein trauriges Resultat, wenn man sieht, was geschaffen wurde in den letzten 20 Jahren. Man kann sicher sagen, ja, die Regierung ist damit beteiligt, aber die ist ja nur ein Teil davon. Also ein viel größerer Teil ist das, was wir mit eben tausend von Hilfsmärkten immer wieder versucht haben zu machen. Aber die Frage ist eigentlich, war diese Struktur richtig, die diese Hilfswerke gemacht haben? Also immer einfach nur 3-4 Jahre ein Projekt zu beginnen, dann aufzuhören, das ist nicht die Lösung. Und du vertrittst ja da wie einen ganz anderen Aufbau, oder? Genau, Nach 3-4 Jahren sind deine Jüngsten im Projekt Involvierten gerade mal im schulpflichtigen Alter. Ja, nein, ist auch so. Oder das große Problem ist, dass man hat sich in den letzten 20 Jahren
weltweit um Schulbildung gekümmert. Mhm. Aber die Schulbildung hat immer in der ersten Klasse begonnen. Mhm. Also man hat schon mal die wichtigsten Jahre des Menschen, nämlich vom zweiten Lebensjahr bis zum fünften, aber schon mal weggelassen. Ja. Und da geht man in die erste Klasse. In armen Ländern hast du sogenannte Dropouts. Also wenn eine Familie 6 Kinder hat, dann können die 2 Ältesten nicht zur Schule, weil die müssen dann auch den Jüngeren schauen. Mhm. Und was man komplett weggelassen hat, das ist das sogenannte Vocational Training. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt die Gesellschaft nehmen in Kambodscha, Maximum Lebenserwartung im Schnitt heute 55 bis 56 Jahre. Mhm. Dann haben wir fast 80% der Bevölkerung ist eigentlich unter 20 Jahre alt. Oder? Das heißt, wir haben einen großen Teil zwischen 15, 16, 17 und 25. Mhm. Das sind jetzt die Väter oder die Mütter, die ihre Familien ernähren müssen. Ja. Die haben nämlich genau keine Bildung. Ja. Und wir haben es verpasst, dass man diesen Leuten heute eine Berufsbildung gibt, ja. Also ein Vocational Training. Das ist das, was wir machen. Also wir haben 2 Gruppen. Wir haben das Kleinkind, das wir übernehmen. Das sind die nächsten 15 Jahre. Und jetzt haben wir aber diese jungen Leute, die haben 15, 16 sind, bis 30. Denen geben wir eine Berufsbildung. Und die dauert natürlich eine 2-Jahres-Kurzlehre in der Schweiz. Die dauert 5 bis 6 Jahre. Wir müssen lernen zu lesen, zu schreiben, in der Schreinerei zu messen. Was ist ein Winkel? Ja. Was ist das Holz? Das Holz, einen Plan zu lesen. Und das geht nicht von heute auf morgen. Wir vergessen immer wieder, dass wir in einer Gesellschaft aufwachsen, wo wir als Kleinkind bereits ein Verständnis haben. Wir müssen Wasserhahn auf- und zudrehen, eine Türe auf- und zu machen. Ganz klappbare Sachen. Ja, die Mutti schaut, dass das Bett gemacht ist. Wir haben eine Matratze, wir haben ein Kissen, wir haben ein Teddybär. Da ist jemand, der uns Geschichten vorliest. Und dann haben wir, jedes Zimmer ist bei uns ausgerüstet wie Toys R Us. Also wir haben ja Spielzeuge bis zum geht nicht mehr. Und wenn das Kind vorwärts kriechen kann, dann muss es rückwärts kriechen, kann es auf 2 Beinen stehen, muss es unbedingt schon auf einem stehen und dann auf dem linken stehen. Also wir trainieren unsere Kinder wie die Affen, die zum Mond fliegen, weil wir sie eben eigentlich schon so vorbereiten. Viele können ja schon lesen, wenn sie 4 Jahre alt sind. Ja. Die Frage ist einfach, verstehen sie, was sie lesen? Ja. Aber das ist unsere Welt. Diese Welt existiert doch nicht. In unserer Schule übernehmen wir das Elternhaus. Bei uns übernimmt das Elternhaus eigentlich die Grunderziehung des Kindes. Mhm. Also medizinisch, einfach alles, was es braucht, in eine Gesellschaft zu passen. Es geht zur Schule, um Lesen, Schreiben und Rechnen zu lernen. Bei uns ist es ganz anders. Bei uns kommen die Kinder und wir müssen ihnen zuerst alles das beibringen, was das Elternhaus nicht kann. Erst dann können wir mit eigentlich der Bildung Lesen, Rechnen und Schreiben beginnen. Ja. Also das sind ganz andere Ansätze. Aber es ist dann auch schlimm zu sehen, die Leute, die wir dann ausbilden bei uns, zum Beispiel Schreiner, wir haben jetzt die ersten Schreiner, die haben die ersten 3 Jahre jetzt hinter sich. Mhm. Das ist das Praktikum, ja, und jetzt kommen aber nochmal 2 Jahre Management dazu. Das heißt, Management ist nicht nur bei uns, aber sie benehmen jetzt die Position eines Vorarbeiters. Mhm. Also sie müssen jetzt auf einmal mal schauen, wann kommt das Holz rein, wie muss ich die Arbeit einteilen und in diesen 2 Jahren auch, wie kann ich eine Berechnung machen, also wenn ich jetzt ein Stück Holz bearbeite und einen Stuhl mache, was kostet das Material, was sind die Arbeitsstunden, was muss ich dann darüber verlangen am Schluss, oder? Das Problem ist nur, wenn die in 5 Jahren fertig sind bei uns, es gibt keine zweite Schreinerei in ganz Kambodscha. Mhm. Wir haben es verpasst, die letzten 20, 25 Jahre mit all diesen Hilfswerken, mit all diesen Milliarden, eine Struktur eigentlich uns zu kopieren. Wenn es keine sogenannten KMU gibt, so kleine Betriebe, dann gibt es auch keine Lehrstellen. Ja. Dann gibt es auch keinen richtigen Markt, dann gibt es auch kein richtig wirtschaftliches Wachstum. Wenn wir in der Schweiz nur Banken und Pharma hätten, dann wären wir schlecht bestellt bei uns, oder? Mhm. Und wir haben das eigentlich schlau gemacht. Ja, wir haben diese kleinen Dörfer und Städte. Der Staat hat immer gemerkt sofort, wir brauchen Infrastruktur, wir brauchen Zug von A nach B, ein Postauto von C nach irgendetwas, ja. Und das hat der Staat gebaut, Straßen gebaut. Und somit konnte man hier auf dem Land leben, Geld verdienen, ein soziales Umfeld haben, vom Kegelverein zum Sportverein, zum Restaurant, zu weiß der Teufel nicht was alles, musste durch das nicht in die Stadt ziehen. Ja. Und dieses Modell, das ist das, was ich kopiere und übernehme. Es ist ganz einfach, für das brauche ich nicht an der Universität studiert zu haben, für das brauche ich eine offene Meinung und ein bisschen ein Geist, der sich halt mit ich sage immer Grassroots, also das heißt, ich komme von unten. Und ich komme von unten nach oben. Und das ist der Unterschied heute. Die großen Institutionen, die Weltpolitik, es kommt alles von oben nach unten. Und gerade in Davos, wenn ich Vorträge halte, am World Economy Forum, stellt man dann sehr fest, die diskutieren über etwas, was sie alle nicht lösen können. Ja. Und das ist eigentlich das Problem.
Was passiert jetzt mit den Schreinern bei euch, bei Smiling Gecko, die jetzt fertig werden, noch eben also die Vorarbeiter? Also wir brauchen nochmal 2 Jahre. Ja, genau, 2 Jahre. Genau. Wir versuchen jetzt Betriebe aufzustellen. Also wir trainieren dann die einen viel mehr zum Beispiel auf einem Drehbank. Mhm. Und wenn der soweit ist, dann geben wir dem ein Startup, $25,000. Mhm. Da bauen wir bei ihm zu Hause eine kleine Werkstatt, schauen, dass er Strom hat, kommt der Drehbank rein und dann geben wir einem Arbeit. Er macht dann unsere Pfeffermühle. Was heißt es bei ihm zu Hause? Was ist ja, das bei ihm zu Hause, da steht eine Hütte. Und sehr oft ist dann an und für sich die Werkstatt besser wie die Hütte. Mhm. Aber er soll sich sein Geld selber verdienen, um sein Haus zu bauen. Und das machen sie. Mhm. Die Kambodschaner sind sehr eigenartig. Ja, bevor sie Gold kaufen, kaufen sie Land. Mhm. Also jeder versucht irgendwo ganz kleine Stücke Land zu kaufen. Ja. Hat aber auch einen Nachteil, durch dass riesige Parzellen einfach aufgeteilt werden in ganz kleine. Ja. Die werden verkauft, aber keiner hat das Geld, dann das Haus zu bauen. Und es ist ja keine Infrastruktur da. Ja. Also es nützt nicht, wenn ich in einer Parzelle dann ein Haus habe, aber keinen Zutritt habe zu Strom, zum Abwasser, zum Wasser. Also das ist so eine lustige Geschichte. Aber wenigstens, sie investieren sofort alles in Land. Ja. Und wir versuchen sie dann halt zu unterstützen. Oder im Moment, das ist noch eine große Notsituation, die wir haben. Also wir haben ja 320 Bauern in unserer unmittelbaren Nähe, 600 Bauern. Oder? Und man muss rechnen, wenn wir denen jetzt, und wir müssen bis Ende Jahr ganz sicher müssen, wie versorgen, nur Essen und Wasser, sind das Beträge um die $150,000, die wir brauchen, nur um alle 2 Wochen ihnen Essen zu geben, Reis, Sojasoßen, Zucker, Salz, Milch, Milchpulver und Wasser. Und das sind dann große Beträge, die man dazu braucht. Jetzt müssen wir neue Infrastruktur bauen. Wir haben zu wenig Wasserbohrungen. Mhm. Also wir brauchen viel mehr Trinkwasser. Das heißt, wir müssen dringend 2 Bohrungen machen. Wir müssen Wassertürme aufstellen. Mhm. Ja, wir brauchen noch mehrere Fahrzeuge, wo wir das Wasser verteilen können, weil die leben ziemlich zerstreut auseinander, diese Reismauern. Mhm. Also wir sagen, wir suchen im Moment etwa $250,000, nur um Not zu lindern. Die Basics. Genau. Weil wir diese Wettersituation noch nie hatten. Auch in dem Kalender zurückgehen, wurden wir natürlich komplett überrascht. Das hat so langsam begonnen, hat sich dann dahingeschlichen und nur plötzlich steht man vor dieser Situation. Hatten wir das auch nie geplant. Also das sind Sachen für uns, die wir halt jetzt auch lernen müssen, dass wir für solche Sachen versuchen, Reserve zu schaffen. Auf der anderen Seite, wir sind ja immer noch im Aufbau unseres Projektes, also wir können uns nicht leisten, große Summen auf die Seite zu legen, im eventuell was passiert, sondern wir müssen, je schneller wir versuchen können, einen wirtschaftlichen Wachstum zu erreichen, das heißt auch wirtschaftliche Stabilität für die Familien, dann können sie auch solche Situationen selber überspringen. Und sonst ist es halt schon sehr schwierig. Jetzt finde ich ja die Idee schon noch faszinierend, eben nochmal zurückkommend auf den Schreiner, der dann fertig ist, auch nach den 2 Jahren, der zurück in sein Dorf geht. Das sind ja unglaubliche Ableger, die ihr da bilden könnt. Dass es da dann wieder so weitergeht. Das ist der einzige Weg. Also, oder wenn wir, sagen wir mal, das industrialisieren und alles nur an einem Ort ist, dann passiert dasselbe, dann ziehen wieder alle zu uns. Ja. Das wollen wir nicht. Wir wollen ja, dass sie dort, wo sie leben, wo ihre Familie lebt, dort, wo sie ihr Land haben. Ein Teil der Familie kann das Reisfeld bearbeiten, ein anderer Teil kann in dieser kleinen Firma arbeiten. Ja. Mhm. Teile können aber auch in die Stadt zum Arbeiten gehen, vom Montag bis Freitag und wieder zurückkommen. Also diese Sache, wichtig ist einfach, dass wir halt vor Ort auch diese Schule bauen, immer wieder diese Schulen bauen mit einem, doch halt, also wir haben 2 Möglichkeiten. Mhm. Entweder lehnen wir uns natürlich an das Anglosächsische, das heißt, wir haben ein internationales Curriculum, das im Englischen ausgeht, oder wir lehnen uns komplett an das Chinesische. Ja. Das sind die 2 Welten. Die Frage ist nur auf die Länge gesehen, wäre es vielleicht besser, wenn wir sich ans Chinesische anlernen, weil dieses Land ist hungrig, das übernimmt diese Länder, die sind sehr dominierend jetzt schon. Mhm. Auf der anderen Seite, das ist nicht unsere Welt, also das ist diese ganze chinesische Philosophie, das Bildungssystem, das ist uns eher ein bisschen fremd und wir sind da auch ein bisschen, da strecken wir die Hände ein bisschen abwehrend aus, auf der einen Seite, weil vielleicht wir das Verständnis nicht haben, auf der anderen Seite, wir sind als Individuum, sind wir ausgebildet worden. Also wir haben ein Recht aufzustehen, zu begehren. Wir diskutieren das in unserer demokratischen Art und Weise in der Schweiz. Das ist in diesen Systemen nicht. Da ist da oben der Patriarch oder der Präsident und der entscheidet für alle. Oder? Und er entscheidet, was gut und schlecht ist. Und da hat man dann selber natürlich Mühe. Also wo wir sagen, wir sind uns eher gewohnt,
unsere System, auf der anderen Seite war unser System dann wirklich erfolgreich. Also wenn man jetzt mal die Weltgeschichte anschaut, in knapp 20 Jahren hat China sich aus der totalen Armut herausgearbeitet. Das haben wir nicht geschafft. Also die Chinesen haben 1,2 Milliarden Menschen aus der Armut geholt. Und nicht nur in China, auch in Afrika mit ihrem System. Da muss ich sagen, haben wir ein bisschen ein schlechteres Zeugnis bei uns. Also welches System ist jetzt für den Einzelnen das Bessere? Ja, also, wie habt ihr euch entschieden bei Smiling? Ja gut, wir sind in der Schule, das ist, ist viel Englisch, das ist anglosächsisch, das ist klar. Und bei uns, ich habe Schweizer Arbeitsgesetze eingeführt, ich habe 5 Tage Woche, 8 Stunden am Tag. Frauen kriegen Maternity Leaves bei uns, die Männer kriegen auch 1 Monat frei, wenn ein Kind geboren wird. Ob jetzt die jetzt gerade bei uns angefangen haben, das interessiert mich nicht. Ja. Und wir haben anständige Löhne natürlich mit Sozialversicherung. Und aber auch, wir unterstützen die Familien zusätzlich, oder? Also, ich habe einfach das System von hier übernommen, oder? Und das ist auch ein bisschen komisch in einem Land, wo diese Gesetze eigentlich nicht existieren, dass dann ich komme und jetzt mache ich meine eigenen Gesetze. Ja. Am liebsten hätte ich noch mein eigenes Geld, mein eigenes Gericht. Es kommt noch an, es kommt noch. Aber das sind dann schon so abstrakte Sachen, wo man, das realisiert man gar nicht. Ja. Weil für uns ist es normal, dass wir den Arbeitnehmer schützen, ja, dass wir fair sind, dass wir eine Frau, also eine Balance zwischen Mann und Frau versuchen, aber die Frauen tragen ja die meisten großen Bürden tragen die Frauen in diesen Ländern. Oder? Und das ist schon, auch gerade bei uns in Kambodscha, also meine, die jungen Mädchen, die gehen nicht in die Prostitution, weil sie eine Louis Vuitton-Tasche oder eine Rolex wollen. Die sind gezwungen, aus wirtschaftlichen Gründen, ökonomischen Gründen, da Geld zu verdienen, um ihre Familie zu Hause zu unterstützen. Und das ist schon nochmal eine andere Geschichte. Ja. Also ich habe eine Hochachtung vor diesen jungen Frauen, die das jeden Tag über sich ergehen lassen, auch in den Karaoke-Bars sich jeden Tag betrinken. Und der Hauptgrund ist, dieses Geld einfach nach Hause zu schicken. Und das muss man sich schon mal überlegen. Ja. Fürs pure Überleben. Nicht für irgendeinen Luxus. Ja, vielleicht mal ein Lippenstift, sodass man auch besser ausschaut. Oder ein Make-up oder so. Oder sich die Nägel machen lässt, dass man halt da in dieser Jahr vielleicht mal ein bisschen was ausgibt für die Kleider. Aber das ist dann schon brutal, wenn ich vorstelle, dass meine Tochter mit 18, 19 hier in der Stadt in die Prostitution müsste, um meiner Frau, mir zu Hause und unserem Sohn das Leben zu ermöglichen. Das ist die Realität. Oder? Und ich habe eine riesen Hochachtung vor diesen Frauen. Und meistens werden sie auch noch schwanger. Und dann beginnt das Ganze von vorne. Das Elend hört nie auf. Das ist wie so ein endloser Kreis. Der geht einfach rundherum, herum, 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 herum. Wie habt ihr die Auswahl getroffen, welche Familien in Smiling Gecko aufgenommen werden? Ja, das ist keine einfache Sache. Mhm. Also ich habe sehr lange, bin immer noch in den Müllhalden und Slums. Ich habe meine Hütten da. Und hast du sie noch? Ja, ja klar. Ja. Jetzt bin ich dann für 3, fast 4 Wochen unten und ich arbeite an einem neuen Buch und so. Und dann lebe ich garantiert fast 70% der Zeit lebe ich da. Ich gehe noch auf Poipet. Das ist noch viel schlimmer wie bei uns da oben. Das ist diese Grenzstadt, da wo das ganze Trafficking ist und die Kinder verkauft werden. Aber ja, man wird dann natürlich ein Teil dieser Familie und wir können nicht Familien aufnehmen, die die Kinder verbrühen. Wir können die Familien nicht aufnehmen, die in den Drogengeschäften drin sind, schwerer Alkoholmissbrauch da ist und die Kinder verkaufen für 20 Cent. Wir suchen uns die Familien aus, die wir das Gefühl haben, die können arbeiten, die tragen Sorge zu ihren Kindern, die haben auch ein Verständnis für diese Sozialfürsorge ihrer Kinder. Weil unser Projekt draußen, das steht und fällt eigentlich mit diesen lokalen Leuten. Und ja, bis jetzt hatten wir viel Glück. Wir haben ja über 300 Leute haben wir quasi aus den Slums rausgeholt und die sind heute alle eigenständig, sind sogar so weit, dass sie Geld verdienen, dass sie jetzt ihr eigenes Land kaufen können. Mhm. Und die Idee, wir sind wie Transit, also wir bilden aus, wir behüten sie, ein Jahr, anderthalb Jahr unterstützen wir sie finanziell, dann werden sie bei uns eigenständig. Und man kann sagen, nach 3 Jahren, dann können die wieder weiterfliegen, also dann können die ein Stück Land kaufen, können ihre eigene Farm bauen, wir unterstützen, wir geben Startup. Und dann sind die eigenständig. Mhm. Und dann ist der Platz wieder frei für die nächste Familie. Dass wir mehr Familien aufnehmen konnten, bin ich von diesem Land, 4000 Quadratmeter pro Familie bin ich weg, bin industriell gegangen. Heute haben wir 120 Hektar Landwirtschaft, wir bauen aus. Ich nehme an, bis Ende Jahr sind wir fast auf 200.
Und da brauchen wir viele Leute. Wir haben viele verschiedene Betriebe, oder? Und wir stellen die Leute an und schauen dann, dass es da irgendwo ein bisschen Land gibt. Das ist auch etwas, wir haben zu wenig Geld, um große Landreserven zu kaufen. Mhm. Und das Land wird immer teurer, weil wir haben den Strom gebracht. Ja, wir haben eine große Schule bei uns. Und jetzt kommen natürlich die Reichen aus der Stadt und die kaufen das Land. Ja, und die Bauern ziehen dann weg. Und dann wird das quasi zu Spekulation. Und die Preise, die haben sich vervierfacht bei uns in den letzten zwei Jahren. Oder? Ich müsste einfach mal so ein paar Millionen haben, dass ich ein paar hundert Hektaren kaufen kann, dann Parzellen machen, dass dann jeder so 200 Quadratmeter, 300 haben kann. Die kann er fair, zu fairen Preis müssen bezahlen, aber wir können ja auch eine Finanzierung finden für das. Und dass sie sich da niederlassen, dass sie da sich, dass sie dann auch wohnen können, von denen, die von der Stadt zurückkommen. Hat es mittlerweile auch Familien, die bei dir anklopfen oder die bei Smiling Gecko anklopfen? Viele, vor allem jetzt in der Schule. Spricht sich herum. Ja, ja, das heißt, spricht sich herum. Die sehen das natürlich. Und die haben viele. Also bei uns im Umkreis von 10 Kilometern ist ein sehr starker Wirtschaftswachstum. Und in der Schule haben wir großen Zulauf. Nur wir sind da limitiert, einmal auch von den Gebäuden, vor allem von den Lehrern, weil wir können, wir haben so ein gemischtes Curriculum. Also das ist Englisch, das ist viel Englisch, das ist Cambridge-Sprache, englische Sprache und das singapurianische mathematische System haben wir. Und dann haben wir Khmer zusätzlich. Für Khmer haben wir Khmer-Lehrer, aber es ist 70% brauche ich, also Native Speaking English Teachers. Also ich brauche Leute, die, ich kann nicht mal Schweizer nehmen, weil die sprechen einfach zu wenig gut Englisch. Ja. Und die kennen auch das englische System nicht. Das anglosächsische System ist anders wie unser deutsches System, auch im Rechnen, in all diesen Formen. Oder? Und da müssen wir müssen eben wieder neue Gebäude, jetzt machen wir da Cluster C, aber so ein großer Cluster, der kostet uns schnell mal eine halbe Million. Und dann kommen natürlich die Lehrer dazu, die ausländischen Lehrer. Die kann man nicht mit $2 abspeisen. Also obwohl wir haben diese International Expert Salaries, das sind so 25.000 Dollar sind das Jahressaläre. Und dann kommen aber noch natürlich die ganze Accommodation, also die Unterkunft, das Essen, das kommt alles natürlich dazu. Also ein Lehrer kostet uns etwa 40.000 im Jahr. Das ist nicht zu vergleichen natürlich wie in der Schweiz. Aber es ist zu vergleichen mit der Qualität, was wir unterrichten wie in der Schweiz. Also wir stehen dem überhaupt nicht hinterher. Magst du uns einen Ausblick geben? Was siehst du in der Zukunft, wo Smiling Gecko in 5 Jahren, 10 Jahren, 50 Jahren steht? Ja gut, ich kann sagen, in weiteren 2000 Jahren sind wir noch die Einzigen, die überleben. Nein, die Roadmap, die ist ausgelegt. Also wir haben jetzt etwa 8.000 bis 9.000 Leute, die von uns leben. Und wenn wir jetzt die Reismühle bauen könnten, dann übernehmen wir fast 40.000 Bauern in einer Ernte. Das heißt, wir rechnen bis Mitte, Ende nächstes Jahr 55.000 Leute. Und bei 23, 24 sind das 80.000, 90.000, 25.000, 120.000. Und dann ist dieser Cluster, diese sogenannte Smart Village, die ist dann fertig bei 25. Und da beginnen wir dieses Projekt zu duplizieren. Also das ist ja mein Weg. Also ich muss, dass das, was ich immer von dem, wo ich rede, dass ich beweisen kann, dass das stimmt, muss ich es vervielfältigen können. Ja. Weil das ist die Idee dahinter. Ja. Wir werden dann bis 2030 7-mal duplizieren in Kambodscha, 35, 17 Mal. Und wir arbeiten ja mit PricewaterhouseCoopers und all diesen Leuten, die Ökonomen haben dieses System durchleuchtet. Auch Dahlberg, das ist eine wichtige Firma, die diese Dahlberg Studies bei uns gemacht. Und wir können bis 2045 sagen, dass wir ungefähr 30% vom GDP des Landes herstellen mit diesem System. Das tönt jetzt zwar total crazy, da sagt jeder Ökonom, ja, das ist ja wahnsinnig, das kann ja gar nicht sein. Das Problem ist bei uns so, dass wir 80% aller Produkte importieren. Also Fleisch, Fisch, Gemüse. Wir können uns nicht selber erhalten in Kambodscha. Auch Strom, alles. Wenn wir das schaffen mit dieser Duplikation, dann könnten wir fast sämtlichen Import könnten wir ersetzen durch lokale Produktion. Und wir könnten exportieren. Die lokale Produktion, die ihr jetzt schon habt, reicht nicht aus. Nein, wir sind ganz am Anfang. Wie der Anfang. Nein, wir sind teilweise sind wir Minus, teilweise sind wir Break-Even. Es ist gar nicht möglich, es ist 3,5 Jahre alt. Und wir haben bewiesen in den 3,5 Jahren, dass es funktioniert. Also wir haben bis auf die Schule und jetzt die Großküche
die Schule ist natürlich immer Minus. Mhm. Die Großküche ist Minus, weil die ist natürlich gerechnet für die nächsten 10 Jahre. Im Moment kochen wir 200.000 Mahlzeiten. Wir können auf 1 Million kochen. Dann haben wir Sous-Vide-Technologie. 200.000 Mahlzeiten im Jahr. Ja, mhm. Genau. Und wir können aber ohne weiteres oder werden dann 1 Million kochen. Dann ist dazu, dass wir natürlich Bäckerei, Metzgerei, Konditorei, alle diese Produkte, das fängt erst an. Mhm. Jetzt fängt ein neuer Koch an bei uns. Metzger habe ich schon, wir suchen noch einen Bäckermeister. Mhm. Das ist auch Ausbildung einmal und das sind Produkte herstellen. Mhm. Einen Markt haben wir. Mhm. Aber das ist auch, wenn du eine Firma anfängst, du baust ein gewisses Haus, du hast alles drin. Es kann nicht sein, dass du rentabel bist von Beginn. Also wir brauchen bei der Großküche 5 Jahre und dann sind wir aber hoch effizient da. Und die Hotel ist profitabel, Schweinezucht, Hühnerzucht, Gemüse, das ist alles profitabel. Schreinerei ist sogar zu knapp am Durchgehen, weil die haben sehr viel für unsere Bauten natürlich. Wir bauen immer, da verdient die Schreinerei Geld. Und da produzieren wir jetzt oder designen jetzt Produkte, wo wir, das sind Möbel, das sind von Pfeffermühlen alles Mögliche wird da jetzt produziert. Hundespiele zum Beispiel werden da produziert, alles so Zeug, wo wir dann in die internationalen Märkte geben können. Oder? Aber das braucht Zeit, dass in meinen 3,5 Jahre, du brauchst 5 bis 7 Jahre, bis eine Firma eigentlich rentabel ist. Und bei uns ist es natürlich viel komplexer. Zum Beispiel die Fische im Moment verkaufen wir 1 Tonne. Tilapia pro Woche. Wir müssen etwa 4 Tonnen haben pro Woche. Wir haben ein Bio, bei uns ist alles bioorganisch, aber der Biofisch ist halt viel teurer in der Produktion. Wir haben nur 30% der Fische in unserem Teich, also volumenmäßig. Wir haben ein teures Futter. Es ist das Ausbrüten der Fische ist viel komplizierter. Wir graden die Fische, also bei uns sind immer alle gleich groß. Das ist sehr viel Arbeit. Aber auf dem Markt können wir nicht mehr Geld verlangen wie der lokale billige Fisch, der mit der Chemie und allem geladen ist, weil die lokalen Leute verstehen nicht, dass ein Fisch, der gleich ausschaut, einen anderen Preis hat. So. Die haben ja nie was von Bio gehört. Und so versuchen wir auch einen Teil zu exportieren und mit dem dann wieder das zu refinanzieren. Aber das ist ein kompliziertes System, das ist sehr komplex und das kann man nicht so für ganze Märkte, aber auch neue Produkte einzuführen. Mhm. Das kennt jede Firma kennt das. Also wenn Rivella ein Rivella Pink einführt, obwohl die schon im Markt sind, dann haben sie Mühe, dann müssen sie viel Geld investieren in so ein Produkt. Mhm. Bei uns ist es nicht anders. Also, die Fische, wohin werden die überall verkauft? Das ist ja einmal bei euch einfach für den Wir haben 2 verschiedene Sachen. Jetzt und im Moment, jetzt im Moment, wir könnten also 2 Tonnen könnten wir jede Woche eigentlich nach Thailand liefern. Mhm. Aber im Moment verbrauchen wir einen großen Teil auch noch selber für uns. Ich brauche 200.000 Mahlzeiten im Jahr. Das ist nur für die Schule nochmal 180.000 Mahlzeiten für unsere Angestellten. Wir haben über 400 Angestellte bei uns. Also einen großen Teil verkochen wir immer für uns selber. Und jetzt kommt eben die Vergrößerung dazu. Wir brauchen mehrere Seen, das sind diese Investitionen. Und wir filetieren ja auch. Und jetzt gehen so langsam diese Filet, die gehen jetzt so in ein höheres Segment. Also wir haben zum Beispiel jetzt die Leute vom Schweizer Konsulat, die kaufen unsere Fische, unser Brot oder unser Zopf. Und alles, wir versuchen sehr hochstehende Produkte zu erzeugen, weil da kriegen wir das Geld dafür, da ist der Markt zwar klein, aber wir kriegen mehr Geld dafür, oder? Und so sind wir jetzt das am Aufbauen, wir sind ganz am Anfang. Mhm. Wo du jetzt heute stehst mit dem Projekt, hättest du das zu Beginn dir so überlegt? Ja, überhaupt nicht. Wie hast du gestartet? Magst du das mal? Einfach alleine. Mhm. Ich habe Reis verteilt auf der Müllhalde und habe Wasser verteilt und Milchpulver, so habe ich begonnen. Ja. Und da habe ich gemerkt, dass das sinnlos ist. Dann habe ich die Kinder übernommen, 280 Kinder, habe sie in die Schule gesteckt. Aber auch, das ist noch viel dümmer, Kinder zu unterstützen, weil das nützt nämlich gar nichts, weil ich bin bald 70, wie lange kann ich die unterstützen? Und das ist ja das, was ich den Hilfswerken vorwerfe, oder? Wir haben zwar immer die Kinder unterstützt, aber was haben wir erreicht? Eigentlich gar nicht viel, weil es braucht eine andere Struktur. Und ich habe gesagt, wir müssen schauen, dass die Eltern Geld verdienen und Arbeit haben. Dann schauen sie zu ihren Kindern, können sie auch etwas bezahlen für die Schule. Aber nur wenn die Eltern kein Geld verdienen, müssen wir immer für etwas bezahlen, was irgendwo wieder aufhört, weil die Eltern gar kein Verständnis dafür haben. Ja. Oder also, ja, so ist es dann gegangen. Dann habe ich Land gekauft und dann habe ich mal die ersten 12 Familien geholt. Und
Das ging dann schnell. Ich habe immer gemerkt, aha, ich brauche ja noch das dazu. Aha, da fehlt noch was. Aha, das brauche ich auch. Aha, okay, dann habe ich die Volksschule bei uns, habe ich renoviert und alles gemacht. Ja, das reicht mir nicht. Habe ich eine neue Schule gebaut, oder? Und dann kommen neue Probleme. Mit jedem Projekt kommen neue Probleme dazu, oder? Und heute weiten wir natürlich aus. Ich habe jetzt begonnen mit Vanille anzupflanzen. Rami, also das sind Pflanzen, Fasernpflanzen, wo ein Teil der Baumwolle ersetzen könnte, wo ich vom Feld bis zum fertigen kleinen Stück alles an einem Ort produzieren könnte. Mhm. Also sehr viele ökologische Projekte, die wir halt jetzt angehen wollen. Die Reismühle ist ein 10-Millionen-Projekt. Ich musste erstmal die 10 Millionen finden. Und das ist nicht mehr so einfach, oder wenn man super das Geld, das wir bekommen, das ist eine große Unterstützung für uns, diese 100 Schweizer Franken, 200 oder auch mal 1000 oder 10.000. Aber wenn du dann in diese Projekte gehst, dann geht das so nicht mehr, oder? Sondern dann musst du schauen, wo du das Geld sonst kriegst. Bei den Staaten ist es sehr schwierig, auf eine DEZA, dass man da das Geld bekommt. Also wir haben jetzt erst den richtigen Draht gefunden zu diesen Leuten. Aber die können uns jetzt erst 2022 Geld geben, weil sie gerade ihre 4-Jahres-Projekte begonnen haben. Oder? Okay. Und dann bei den großen Weltbank und Asian Development Bank oder European Development Bank, da müssen wir gar nicht hin, mit denen sind wir in Kontakt, aber unter 150, 200 Millionen musst du da gar nicht hin. Oder? Also wir sind eben zu klein für die Großen und zu groß für die Kleinen. So, wir sind dazwischen. In der Mitte. Und unter dem Aspekt leiden wir natürlich im Moment. Auf der einen Seite brauchen wir diese Investitionen. Und dann ist es natürlich auch heute so, dass die Großbanken, die machen diese sogenannten Impact Investments und Social Impact Investments. Nur, es ist natürlich ein bisschen ein Problem, weil ich habe festgestellt, dass ein Investment, dass man das verzinsen muss, zurückzahlen, okay, aber wenn ich sage Impact, dann soll der Impact auch einen Preis haben. Ja, also müsste es eigentlich weniger Zins sein, längere Rückzahlung, und es ist genau das Gegenteil. Und wenn ich dann noch Social Impact vorne ranhänge, ja, dann wird das ganz schlimm. Also da will eine große Schweizer Bank von uns, die würden dann 10% Zinsen, und die wollen, dass wir diese Gelder in 5 Jahre zurückzahlen. Und das finde ich in der Wucher. Oder schon fast Straßenräuberei, was die da betreiben. Aber das ist so, sobald man in diesem Segment Bank, Investoren, Capital drin ist, da geht es nicht mehr um Menschen, da geht es um gar nichts mehr, da geht es um Geld verdienen. Und ich glaube, die Banken sind heute so weit, dass sie ja bis heute sehr viel Geld verdienen haben mit den reichen Leuten. Mhm. Und jetzt haben sie gesagt, ja, um Gottes Willen, da gibt es noch fast 5 Milliarden Arme. Da können wir doch auch noch Geld verdienen mit den Armen, oder? Mhm. Und das ist so ein bisschen diese Erkenntnisse, die ich habe. Ich sehe auch nicht ein, dass wir jetzt, es wurden Tausende von Milliarden, also es sind Trillionen, die verschenkt wurden in den letzten 20 Jahren, und es ist wirklich unterm Strich nicht sehr viel geblieben. Und jetzt kommt man mit einem Projekt, das wirtschaftlich aufbaut, also das zu einer Stärkung der Volkswirtschaft führt, auch sehr starke, kompetente Bildung führt. Und jetzt müssen wir auf einmal Zinsen bezahlen und dieses Geld zurückzahlen. Also das ist ein bisschen absurd, sehe ich so. Oder? Was macht das genau mit dir? Du lebst ja jetzt sowieso den Spagat zwischen dem, was du in Kambodscha siehst, zwischen dem, was in Kambodscha möglich ist, und der Welt, aus der du kommst. Wie gehst du mit diesem Spagat um? Auch das, umgehen, das kann die Idee zu die Frage haben, die Vision ist einfach, die Frage ist einfach, wie lange leben wir noch in dieser Welt, die wir haben? Das ist die große Frage. Ich meine, wenn ich das Bild anschaue, auch 2050, wo wir in der Schweiz, Deutschland, also EU und Amerika, noch 20% der Weltbevölkerung sind. Dreimal hat sich Asien vergrößert und zweimal Afrika vergrößert. Da frage ich mich dann schon. Und die Asiaten, die schlafen nicht. Also ich meine, Züge, Flugzeuge, Autos bauen, Straßenbau, Technologie. Ich meine, die Chinesen besitzen bereits die Kontrolle über das Internet. Huawei, das ist ja der große Kampf. Bei Amerika und China geht es gar nicht um einen Handelsstreik von irgendwelchen Reissäcken oder irgendwelchen Produkten. Es geht darum, wer hat die Macht oder die Kontrolle über das Ganze. Und ich glaube, Amerika, da sieht man ja auch, wie die Russen bei denen in die ganze Kiste reinmischen da drüben. Amerika, ich traue denen nicht so viel zu in der Zukunft. Und unser größtes Problem ist, dass wir uns eines Tages, und dass wir gar nicht mehr so weit sein, entscheiden müssen, wo lehnen wir Europa, wo lehnen wir uns an?
lehnen wir unseren Amerika an, ich sage jetzt das leicht sinkende Schiff, oder lehnen wir unseren China an. Mhm. Nur wenn wir unseren China anlehnen, dann verabschieden wir uns auch ziemlich von unseren demokratischen und liberalen Gedanken. Das ist das, was mich beschäftigt. In Davos, diese Diskussionen mit diesen großen Institutionen, die diese wahnsinnigen geopolitischen Themen hin und her ja, schwenken und machen. Und da sind alle diese Doktor, Doktors, Professor, Professors, weiß gucken wie was. Und ich habe in einem Gespräch mit den 17 wichtigsten SDGs-Organisationen, habe ich ja das aufgebracht. Ich habe gesagt, Jungs, das ist super, was ihr hier alle diskutiert. Wir haben Millionen von Reisbauern in Asien. Die haben noch nie was von euch gehört. Die haben noch nie was von euch gesehen. Und ich habe gar keine Ahnung, was da unten abgeht. Aber das sind die, wo ihr fordert, und ihr sagt, in 12 Jahren haben wir nicht mehr genug Essen. Das sind die, die unser Essen produzieren. Mhm. Und ihr schiebt da oben diese Teile hin und her, die kann kein Mensch lösen, die könnt ihr nicht lösen. Wer löst die politischen Probleme zwischen Amerika, China, Russland, Saudi-Arabien, der Rest der Welt? Da habe ich gesagt, wir müssen mal grassroots, wir müssen von unten nach oben arbeiten und ihr dürft auch von oben nach unten. Aber dann treffen wir uns irgendwo in der Mitte. Das sind eigentlich meine Gedanken. Ich lebe im Moment in dieser Welt, halte sehr viel. Heute Abend einen großen Talk bei Ringier. Ich halte viele, viele Vorträge weltweit und in Wirtschaftsforen. Und ich meine, ich bin, wie soll ich sagen, ich bin kein Spezialist. Ich habe das nicht studiert. Ich komme aus einer Welt, wo ich das real jeden Tag erlebe. Mhm. Und Asien, das geht in eine Geschwindigkeit vor sich. Da machen wir uns hier keine Ahnung. Ich meine, wir sind hinter China nur in Zahlungssystemen, sind wir so rückständig. Die sind jetzt schon 10 Jahre voraus. Da hat er keine mehr Bargeld. Das geht alles, zack, zack, Touch, Handy. Das ist wahnsinnig, der Austausch. Okay, wir sind natürlich so in einer demokratischen Welt auf, dass wir sagen, ja, ich habe mein persönliches Recht. Ja. In China hat man kein persönliches Recht. In einer kommunistischen oder maoistischen Welt, da ist man Glas. Die Frage ist nur, wie lange können wir dann dieses kleine Schlösschen, ja, das wir hier haben und uns schützen wollen, noch behaupten, wenn sich die Welt außenrum ganz anders bewegt? Also wir werden die Minderheit werden. Mhm. Das ist klar. Und ich glaube nicht, dass wir in 20 Jahren in der Schweiz noch diesen Lebensstandard halten können. Das glaube ich auch nicht. Das wird nicht mehr gehen. Wie siehst du dann das Kambodscha-Projekt zu diesen Themen, die du jetzt gerade angesprochen hast? Das ist ja wirklich wieder das Grassroot-Thema. Genau, das ist genau das. Also wenn wir überleben wollen, dann müssen wir schauen, dass halt die 70% der Welt, ja, die sogenannte Underprivileged sind, ja, die halt nicht diese Bildung haben, dass wir die auf den Standard bringen, dass sie Geld verdienen können. Ja. Nur wenn die Geld haben, dann können sie diese Produkte kaufen, die wir noch innovativ herstellen. Wir können hier mit Landwirtschaft, da können wir nach Hause gehen. Oder? Aber wir, das ist High Technology hier, das ist eine Kultur. Ja. Wir sind hier aufgewachsen über die letzten 100 Jahre mit der Industrie, warum ist die Schweiz so weit vorne in all diesen Innovationen? Ja? Aber wenn dann eine Bohrmaschine, die halt super intelligent ist, ja, die halt dann selber bohrt, ja, wenn die halt dann $8,000 kosten und die Chinesen machen die genau gleiche Bohrmaschine, die halt auch intelligent und aber vielleicht nur die Hälfte oder ein Drittel der Zeit hält, einen Drittel kostet, dann will ich fragen, wer kauft dann unsere Maschine, wenn man das Geld nicht hat. Also es beginnt ja schon. Oder der Preiskampf im Moment, sind noch genügend Leute da, die Geld haben, aber es wird immer verrückter, es wird immer schlimmer. Wir haben diese Schicht, die viel Geld hat, die wird eigentlich immer kleiner. Sage ich jetzt, die ganz viel Geld haben, dann kommt eine Mittelschicht dazu, oder? Aber dann kommt ein ganz, ganz großer Block von diesen Leuten, die auch das Verständnis dazu haben. Und wir müssen investieren. Wir müssen investieren in die Bildung, in die Berufsbildung. Bildung ist der einzige Weg, wo wir auch rauskommen vom Extremismus. Ja, wenn ich halt daran glaube, dass, wenn ich mich in die Luft sprenge, dass ich dann mit 20 Jungfrauen lebe im nächsten Leben, oder? Dann wird es halt schwer, ihnen zu sagen, dass ich nicht in die Luft sprengen soll. Wer will das nicht, oder? Ja. Wer will das nicht? Hannes. Als Mann oder als Frau, oder? Umgekehrt. Ah, das sind so Sachen, oder? Und das ist ja für uns so unverständlich, wieso das diese Menschen machen. Nur wenn du in einem Land lebst, wo es keine Bildung oder schlechte Bildung gibt, keine Aussichten gibt für dich, weder für dich, für deine Familie, noch für deine Zukunft. Wenn alles runtergebombt ist, wenn du nichts zu essen hast,
Was glaubst du dann? Also ja, da kommt da einer. Gut, wir hatten diese Zeit auch. Oder? Einfach, du glaubst wahrscheinlich an die Geschichten von ja, dem, aber der... Ja, das hatten der, wir bei uns der, auch, ja. Entschuldigung. Also ja. Da müssen wir nicht so weit zurückgehen. Ja. Wir können da in die Beginn der 40er Jahre oder so zurückgehen. Dann sind auch viele Leute, Menschen gefolgt oder auch in Russland. Man ist einfach denen gefolgt, weil man gedacht hat, das ist jetzt so, das ist quasi der Erlöser. Oder? Ja. Wie sehen die Kambodschaner dich dann an, wenn du da jetzt ja Bildung reinbringst, Hygiene? Ja, das merken die gar nicht so, weil ich bin der einzige Ausländer bei uns. Ich bin sehr im Hintergrund. Mhm. Ich schiebe alle meine Leute vor. Das sind eben die Kambodschaner, die das für Kambodscha machen. Das sind nicht die Schweizer, die das machen. Jawohl, ja, okay. Ich habe niemand sonst bei mir an Bord. Ja. Ich bin der Einzige. Wir haben Coaches, wir haben keine Manager. Mhm. Also die Coaches, die kommen, die trainieren meine Leute auf und in 2-3 Jahren müssen die Leute so weit trainiert haben. Es ist wie ein Fußballclub. Mhm. Der Coach steht am Rand. Er spielt nicht das Goal oder Mittelstürmer. Genau. So ist es bei uns. Ja. Wir trainieren unsere Leute so, dass sie eigenständig werden. Oder? Mhm. Das ist unsere Aufgabe. Aber die kriegen das gar nicht mit, dass die Schweizer das machen für sie, weil es soll auch nicht so sein. Sie sollen denken, dass sie das für sich machen. Mhm. Weil solange sie denken, die Schweizer machen es, das strengen sie sich nicht an. Aber wenn sie es für sich machen, dann ist es vor allem eine andere Sache. Ich habe ab und zu mal, muss ich wieder sagen, oder wenn wir so Diskussionen haben, sage ich, ihr wisst schon, dass alles, was da ist, das gehört nicht mir, das gehört nicht der Schweiz, das gehört alles euch. Mhm. Alles, was ihr hier habt, das habt auch ihr gemacht. Ihr habt die Häuser gebaut, ihr kommt mit dem Spaten und gräbt die Felder um, ihr seid da und reinigt die Netze der Fischzucht. Das bin nicht ich. Das sind eure Netze, das sind eure Fische. Wie reagieren die dann? Ja, es ist halt für sie, die halt doch schlecht gebildet sind, schwer teilweise zu verstehen, aber sie merken das schon, dass das ihres ist. Ja. Und das ist eben wichtig. Also wir sind nicht diese Hilfswerkleute, diese NGOs, die kommen und dann sich das Auto waschen lassen und die Köchin und die Wäsche macht, sondern wir ist genau umgekehrt. Also ich gehe das Auto waschen und ich mache die Wäsche. So soll es eben auch sein. Mhm. Also auch dieses, im Englischen es gibt dieses schöne Wort humble, to be humble. Also du einfach auch nicht diese, ich sage immer, es ist ganz wichtig, diesen Respekt nie zu verlieren. Es spielt keine Rolle, was für eine Bildung, von wer sie kommen, ob sie eine Prostituierte ist, ob sie ein Reisbauer ist, whatever. Einfach diese Wertschätzung über das, was sie machen und dann halt diesen Respekt gegenüber diesen Menschen. Auch meine Lehrer, meine kambodschanischen Lehrer, die kaum lesen und schreiben können. Ja, da könnte man ja drüber lästern, oder? Aber die kommen aus demselben System. Es ist gar nicht anders möglich. Ja. Weil sie kommen ja alle aus demselben System. Aber wenn wir die Maria nehmen, die heute, also ich meine, das ist eine Frau, ist 29, hat 2 Kinder, eines ist ihres, das andere hat sie noch adoptiert, kommt aus einer schrecklichen Geschichte, Prostitution, Kinderprostitution, zwangsverheiratet, verkauft. Wir haben die aufgelesen und die mutiert sich zu einer der Weltspitzenköche hoch. Ja. Sie kann aber immer noch nicht lesen und schreiben. Aber es ist alles Instinkt, es ist Talent. Magst du noch mal detaillierter ihren Weg beschreiben, wo du sie aufgelesen hast und wie ihre Anfänge waren? Weil häufig sieht man immer den Punkt, wo die Person heute steht und dann sieht es so furchtbar einfach aus, gell? Aber ja, sie macht das am einfach, wenn die steht in der Küche und hat ein unheimlich tolles Lächeln auf dem Gesicht. Und das stimmt. Und das ist dann eine verrückte Geschichte mit dir, oder? Dass das so, ja gut, das war im 2013, mein Tuk-Tuk-Driver Sopi hat mich gefragt, ob mir jemand helfen können. Das war diese junge Frau, wir haben sie aufgenommen bei uns, ich wusste gar nicht so viel von ihr. Wir haben dann ihr Kind in eine Krippe geschickt und sie in eine Englischschule, dass man wollte, dass sie Englisch lernen. Und dann nach einem halben Jahr habe ich gemerkt, dass sie gar noch nicht Englisch kann. Da habe ich die Lehrer kommen lassen, habe ich festgestellt, dass sie auch nicht Englisch können. Und dann hat sie bei uns in der Küche begonnen zu kochen, hat super gekocht. Mhm. Habe ich Besuch gehabt aus der Schweiz und aus Singapur, der Chef der Hotelfachschule Luzern. Und der sagt beim Nachtessen, ich lebe seit 15 Jahren da, was esse ich da? Sag ich, ja, wieso nicht? Und ich sage, das ist genial. Also, ich habe das noch nie, also ich kenne Thai, ich kenne alle. Und dann habe ich gesagt, geh in die Küche, die Maria kocht, ging er hin, kam wieder zurück und sagt, du, sie kocht nochmal am nächsten Tag. Kam er wieder, sagte, du, diese Frau ist ein Talent. Ich habe das noch nicht, ich kenne alle Spitzenküche.
was die da hinlegt. Was macht das so besonders? Kannst du das in Worte fassen? Ja, das kann man eigentlich nicht in Worte fassen. Es ist dieser Geschmack, diese Zartheit, diese Feinheit, dieses fast Explosive an Gewürzen, aber nicht übergewürzt. Ja, das ist nicht diese Thai-Curry-Soße, sondern das ist einfach ganz was anderes. Mhm. Und sage ich, ja, du, wenn du sagst, sie ist ein Talent, dann mache ich einen Reisepass und schicke ich sie nach Luzern, die Hotelfachschule. Sagt, nein, das kannst du nicht, ich kann ja nicht lesen, ich schreibe nicht Englisch. Sag ich, nein, aber sie kann kochen. In Luzern kann ja keiner kochen. Da können alle lesen und schreiben. So, zwei Monate später war sie in Luzern. Ne? Und nachher wieder zurück nach Kambodscha. Wie hat sie sich da durchgeschlagen, wenn sie jetzt nicht lesen und schreiben kann? Und die Sprache ja auch nicht spricht im Übrigen. Ja, gut, bei Stan konnte sie ein bisschen Englisch. Ja, das hat natürlich dann zu lustigen Situationen geführt. Dass sie zum Beispiel war ja dann Weindegustation, sie wurde dann eingeschult zu den Studenten, oder? War ja Weindegustation, oder? Und ein ganzer Raum mit den Studenten, viele Weinsorten, oder? Und ihr Anstand hat es nicht zugelassen, dass sie diesen Wein ausspuckt. Mhm. Und die hat alles getrunken. Was ja für den Wein spricht. 14 Minuten stand die natürlich am Tisch, oder? Wollte Karaoke singen, oder? Also, aber sie ist eine sehr herzliche Person. Es war nicht einfach und es ist immer noch nicht einfach für sie, weil in der Zwischenzeit kocht sie mit einem Andreas Caminada, mit Frank Giovannini, mit Massimo Pertura und jetzt wieder mit dem Tino Staub eine ganze Woche. Nächste Woche ist sie Gastkochin, sagen wir mal, im Backstage mit Florian. Und da kocht sie speziell für Hublot. Also das ist eine riesige Verantwortung, die sie trägt als Köchin. Sie hat jetzt auch ihre eigenen Produkte. Wir haben ihr geholfen, ihre eigenen Produkte herzustellen. Ihre Salzmischungen, Pfeffermischungen, ihre Currymischungen, ihre Pastes, ihre Sachen, die sie macht, ihre Tees und ihre speziellen Zuckerarten mit dem Palmzucker. Und sie kann halt immer noch nicht richtig lesen und schreiben. Sie ist viel besser geworden und sprachlich ist sie ziemlich gewandt für sie. Aber sie ist unser Executive Chef und sie kocht auf demselben Level, aber sie hat natürlich nicht diese Grundausbildung wie bei uns. Mhm. Ein Chefkoch hat, der schon 10, 15 Jahre kocht natürlich und halt über Proteine Bescheid weiß und über Lagerung von Fleisch und Fisch Bescheid weiß und hat das alles kennt. Dieses gesamte Wissen, das hat sie nicht. Sie versucht sich das jetzt, wir versuchen das ihr natürlich auch beizubringen. Aber sie hat etwas, was viele Köche eben nicht haben. Sie hat einen Instinkt und sie hat Love. Sie sagt, I cook. Oh, wie schön. Love. Ja. Also das ist Liebe, was ich koche. Und das überflügelt das alles. Und ich sage immer, für mich ist es gar nicht wichtig. Ich kann ihr jemanden geben neben ihr, der halt das ganze Geschäftliche macht. Mhm. Ich kann ihm jemanden geben, der einen jungen Sous-Chef, der halt hilft, diese Arbeitseinteilungen zu machen, oder? Und ich will nur, dass sie kocht. Ich will gar nichts anderes machen. Mhm. Und da macht die einen Weg. Das ist unglaublich, oder? Und das ist eben das, was ich sage. Es ist nicht nur in Kambodscha so. Wir haben so viele Menschen mit Talente. Und diese Menschen, weil sie jetzt halt nicht ein Fünfer oder ein Sechser in ihrem Zeugnis haben, die kommen nie daran. Die beginnt ja bei uns auch. Wir haben viele junge Menschen, die haben andere Talente, wie gerade Mathematik oder deutsches Rechtschreiben. Ja. Und die bleiben alle auf der Strecke, weil die kommen alle nicht weiter. Also, und das ist ein bisschen großes Problem in der Gesellschaft heute. Mhm. Die Maria ist wirklich ein großes Beispiel für das. Faszinierend, gell? Sehr, auch für dich. Ja, sehr faszinierend. Ja, wunderschön. Jetzt sehe ich gerade, wir kommen ans Ende, gell? Jetzt habe ich immer drei Fragen zum Ende des Interviews. Darf ich dir die noch stellen? Sehr gerne. Das erste ist, wenn du dich mit dem Megafon über die Dächer der Welt, du bist Weltbürger, du tingelst durch alle Länder, Kontinente, deshalb nehmen wir mal gleich die ganze Welt. Wenn du dann Megafon hättest, was würdest du den Menschen sagen wollen? Ja, es gibt eigentlich nur eines, was ich sagen wollte, in Respekt gegenüber jedem der Religion, eine andere Einstellung und der ein anderes Leben hat und versuche miteinander zu arbeiten, einen Ausgleich, ein bisschen einen Ausgleich zu finden zwischen denen, die nichts haben, denen, die ein bisschen mehr haben und die sehr, sehr viel haben. Wunderschön, ja, der Respekt. Wenn der wieder einzieht, ist schon viel geholfen. Gell? Genau. Ja.
Die zweite Frage ist, hast du irgendwelche wie Lebensgrundsätze oder Arbeitsgrundsätze, die dir deine Arbeit, dein Leben, die Vielfalt, die du siehst, auch das Elend natürlich, das du siehst und den ungeheuren Reichtum, den du siehst, das irgendwie leichter machen in irgendeiner Form? Nein, es darf einem nicht leicht fallen. Wenn es einem leicht fällt, dann ist es falsch. Aber der Unterschied von mir zu vielen Menschen ist vielleicht, dass ich mir zuerst mal die Freiheit nehme, frei zu denken, in zweiter Linie kreativ bin. Und das führt automatisch zu Lösungen und zu Innovationen. Das freiheitliche Denken hattest du schon immer, oder? Ja, ich war immer schon, aber es hat viele Jahre gedauert, bis ich begriffen habe, dass das, was ich ist, ein freies Denken ist. Also man hat so innere Triebe, aber man, wenn man noch jung ist, dann weiß man eigentlich gar nicht so genau, man kann das nicht so definieren. Oder bei mir ist es schon so, also mein Geist, mein Trieb, um frei zu denken. Mich aber trotzdem zu unterordnen, nicht trotzdem, also Freigeist heißt nicht, dass man jetzt alles da oben machen kann, was man will, oder auch nicht alles erzählen kann, man aber diese Gedanke, ich bin dran im Moment, wir sind mit Microsoft, PricewaterhouseCoopers und Google und noch eine Gruppe von Universitäten, die habe ich jetzt alle zusammengesungen, ich habe gesagt, so wie schaut Bildung aus in 2040? Ist sie noch wie heute? Brauchen wir rechteckige Räume? Ja, vielleicht Struktur in der Unterstufe. Aber sollten wir nicht nachher Räumlichkeiten bauen, wo der Geist zur selben Zeit, wenn wir schon alles im Tunnel sind oder alle schon in diesen Technologien, sollten wir nicht Räume haben, Architektur, die uns helfen, diese Welt zu verändern? Ja. Gerade vor allem, was mit Education zu tun hat. Also das sind dann wieder meine Gedanken. Und da hole ich mir die alle und sage, Jungs, lasst uns zusammensetzen. Wie schaut meine Schule aus 2040? Ich beginne die Universität oder diese höhere Fachschule zu bauen bereits nächstes Jahr. Und ich will keine solche Räume mehr. Ja. Das will ich nicht. Ich will auch in der mittleren Stufe, also von der 7., 8., 9. Klasse an, will ich keine solche Räume mehr. Was willst du dann? Ich will die Freiheit. Ja. Das heißt, ich brauche sie auch gar nicht mehr. Also gerade in Kambodscha, da kann ich Bambus Zäune machen, 3 Meter dick, ich kann ein schwebendes Dach haben, ich brauche mich nur vom Regen und von der Sonne zu schützen, mehr brauche ich ja nicht. Aber ist das vielleicht doch eine andere Art und Weise, sich zu entwickeln? Es ist sowieso so vieles wird digitalisiert sein, so viel wie, habe ich noch einen Lehrer oder steht ein Hologramm vor mir? Braucht es dann noch einen Lehrer? Das sind ja alle diese Sachen. Die und wir müssen uns heute überlegen, unsere Schulsysteme, die wir haben, die sind eben nicht von heute, die sind leider viele von gestern. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass die ganze, alles wäre im Schulwesen, ich habe das auch gemerkt mit der pädagogischen Hochschule. Ich meine, wir haben wie viel 10 Jahre gebraucht, bis dieses Schul 21, der Lehrplan 21 eingeführt wird. Und das ist schon wieder so alt, das ist sehr, sehr träge, sehr konservativ. Und diese Leute, die sind nicht frei, die sind so. Auch unser Bildungssystem, finde ich. Wir haben generell ein sehr gutes Bild. Das Bildungssystem selber, dass wir verschiedene Achsen haben, wo wir aus verschiedenen Jahren der Bildung wieder zurück an die Universität können. Das finde ich sehr spannend. Aber das System selber. Ich muss mich fragen, wieso müssen wir uns immer über die Griechen unterhalten? Wir müssen uns besser mal über die heutige Weltpolitik unterhalten. Was heißt das zwischen Russland und was heißt Amerika? Was heißt China? Das lernen ja bei uns in der dritten Sekte immer noch keiner. Also wir lernen immer noch über die Griechen und über die, ich weiß nicht, Teufel was alles, oder? Das interessiert doch kein Mensch mehr, das kann man mal kurz sagen. Wobei sind das nicht die Wurzeln? Nein, das hat nichts mehr mit Wurzeln zu tun. Herkunft, so die nein, Geschichte, ja gut, das ist alles klar, die Wurzel ist alles klar. Die kann sich heute einer, der clever ist, selber hier runterholen von Wikipedia über alles. Ja, das kann man kurz annehmen. Aber wir haben ein Education-System, das gerade in der geschichtlichen Seite wir uns mit der Vergangenheit beschäftigen. Aber diese Menschen leben heute und sie leben für die Zukunft und nicht für die Vergangenheit. Und wir können Gleichnisse nehmen. Was interessiert mich Napoleon? Gebt mich einen alten Vorzahl. Ich will wissen, wieso Saudi-Arabien, wieso die Türkei? Was sind das für Movements? Wo geht das hin? Oder zum Beispiel, wieso kollaboriert jetzt auf einmal die Rechten? Ja, wieso verliert eine SVP? Wieso verliert ein türkischer Präsident auf einmal die Macht über sein? Das ist das, was wir heute den Leuten beibringen müssen. Ja. Wirtschaft, wie sind diese Märkte, wieso kalibriert das, wieso, wenn ein CEO in eine Firma geht, der einen großen Namen hat, die Aktien steigen, die Firma ist immer noch dieselbe. Also was sind das für Mechanismen? Das ist das, was wir den jungen Menschen lernen müssen. Und die sind schon in der 6. Klasse in der Lage, das zu verstehen.
Aber ich sehe das mit meinem Sohn, wenn ich mit ihm diskutiere, der ist sich gut gebildet. Aber ich komme auch mal Vögel. Ich kriege Vögel, die haben echt in der Schule, lernen die nichts von heute. Mhm. Nichts. Die lernen alles von gestern und vorgestern. Ja. Und das finde ich schade. Ja, ja, zumal wir, also sage ich immer, in völlig neuen Zeiten leben. Wir sind keine Wissensgesellschaft oder Digitalisierung, das ist alles Beiwerk. In Wirklichkeit leben wir in einer Transformationsgesellschaft. Entweder du kannst dich von der Vergangenheit befreien, von deinen Geschichten und nach vorne gehen. Und es ist ja keine digitale Revolution, es ist eine digitale Evolution. Ja. Wir sind erst am Anfang dieser Welt und wir müssen mit dem umgehen, oder? Ja. Lernen umzugehen. Ja. Und dann dritte Frage. Und die dritte Frage, wenn du nur noch ein einziges Buch lesen könntest, welches wäre das? Oder gibt es ein Buch, das du immer wieder verschenkst oder das dich am meisten geprägt hat? Tut mir leid, ich lese ganz wenig. Nein, ich lese ganz wenig. Ja. Ja, und das Wenige, was ist das? Sind es dann mehr Tageszeitungen? Ja, es ist schon mehr über Weltpolitik, über Wirtschaft, so diese Sachen. Oder zum Beispiel auch so halt über das Leben von einem Lee Kuan Yew oder auch über Clinton oder Bush oder so halt diese Sachen, wo so unser Zyklus begonnen hat in den 80er Jahren, 90er Jahren, wo sich die Welt dann sehr schnell verändert hat. Also das interessiert mich sehr. Also ich glaube, ich lese weniger Novellen oder so einfach so normale Geschichten lese ich nicht. Ja, ich verschlinge jeden Tag meine Zeitungen, ich höre unsere Nachrichten, ich CNN, ich schaue aber auch Fox. Das ist für mich wichtig, weil dort kann man die Trends abschauen, wo geht die Welt hin. Channel News Asia, das ist da, wo ich lebe. Das sind die Sachen, also ich informiere mich mehr auf dieser Bühne. Es ist vielleicht so, dass halt sicher gewisse Weisheiten, die sind in den Büchern niedergeschrieben, auf der anderen Seite das Leben heute, das findet heute statt. Ja. Das ist das, was man heute halt zusammenkriegt. Und wenn man einigermaßen so das Bild haben will, dann muss man das auch abstrahieren können. Was ist die Aussage von Russland? Was ist die Aussage von Amerika? Was ist die Aussage von China? Wieso ist das so? Ich glaube, das ist das, was uns heute ja viel mehr beschäftigt, wie ja, schöne Romane zu lesen. Ach toll, ich habe die Zeit nicht dazu. Ja, ja. Das ist, wie viel Zeit verbringst du in Asien und wie viel Zeit bist du wieder in der Schweiz? Also ich möchte sagen, es ist ziemlich ausgeglichen, 50-50 im Moment. Mhm. Oder plus, dann kommt Amerika dazu. Mhm. Und in Asien bin ich ja nicht nur in Kambodscha, ich bin in Hongkong, ich bin in Bangkok, ich bin in Singapur, Kuala Lumpur, ich bin in Peking, bin in Shanghai, bin in Shenzhen. So, also ich bin da ziemlich unterwegs. Und eben um also die Leute holen mich um meine Ansicht dieser Welt, meine Ansicht, wie ich denke, Lösungen zu finden. Und eben, ich habe Mittagessen mit dem Präsidenten von Singapur oder ich habe der neue Präsident von Malaysia mit seinem Sohn und so halt, und jetzt auch immer mehr die Beziehung zu der kambodschanischen Regierung, die natürlich zwiespältig ist. Auf der anderen Seite, nur da, wo ein Dialog stattfindet, kann man etwas ändern. Wenn man nicht spricht miteinander, dann kann man das nicht, das geht nicht. Und ich muss halt den Präsident akzeptieren und respektieren, wie er ist. Also es liegt am Volk, das zu ändern, nicht an mir. Auf der anderen Seite, ich darf nicht eine Position beziehen. Ich bin ein NGO, Non-Government-Organisation. Und es soll bei uns weit weg sein von dem, dass wir uns politisch betätigen, weil das ist das Ende. Ja. Weil die machen unseren Laden dicht. Vielen, vielen Dank, lieber Hannes, für das tolle Interview. Ich wünsche dir einfach nur viel Glück, viel Erfolg. Vielen Dank, hat viel Spaß gemacht. Danke. Okay, danke. So, das war das Gespräch mit Hannes Schmid. Ist es nicht unglaublich eindrücklich, wie das Projekt Smiling Gecko von der Idee bis zum heutigen Tag so kraftvoll und nachhaltig gewachsen ist? Ich hoffe sehr, dass es für dich genauso interessant war wie für mich und dass dir der ein oder andere genannte Punkt als Idee und Tankstelle für eine Prise mehr Souveränität und Gelassenheit dient. Dass es dir neue Ideen schenkt, weil dein Leben leicht sein darf. So richtig von innen raus, angenehm, leicht. Und dass du mit dem wunderbaren Blick hinter die Kulissen genau das für dich und übernehmen kannst. Wenn du Smiling Gecko unterstützen möchtest, findest du alle Informationen und Kontaktdaten zu den unterschiedlichen integrierten Projekten unter www.smilinggecko in einem Wort geschrieben.ch.
Deine Unterstützung ist dort immer herzlich willkommen. Und wie du jetzt weißt aus erster Hand, es fließt direkt in das Projekt. Herzlichen Dank, lieber Hannes, für deine Bereitschaft, uns an deinem Projekt teilhaben zu lassen, dass du dir die Zeit für das Gespräch genommen hast, Einblicke zu gewähren und deine beeindruckende Offenheit hierzu. Mich beeindruckt es sehr, was Hannes Schmid auf die Beine gestellt hat und seine Idee zum Leben hat werden lassen. Geht es dir auch so? Dann lass es mich gerne wissen. Ich lade dich ganz herzlich dazu ein, auf meiner Internetseite nadialang.com einen Kommentar unter dem Podcast zu hinterlassen. Dort kannst du dich für mein Newsletter auch eintragen und erhältst immer die neuesten Informationen zu neuen Podcast-Folgen, Inspirationen zum Thema Souveränität und Gelassenheit. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst. Ach, und ich kann noch verraten, es wird noch ein zweites Interview mit Hannes Schmid geben. Da geht es dann um sein Leben als Fotograf, Maler, Filmer, seine Erfahrungen und Erlebnisse, wie die Cowboy-Bilder für die Marlboro-Werbung entstanden sind und wie er andere Ideen generiert hat. Das kommt in einer zweiten Folge, irgendwann im Mai. Genau, so viel sei schon verraten. Und jetzt danke ich dir ganz herzlich fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche mit viel Erfolg und Genuss. Sei leicht und genieße es einfach. Und denk dran, das Leben ist wirklich schön und darf leicht sein. Bei jeder Präsentation, Rede und Verantwortung. Wenn du das für dich auch willst, mehr willst, überhaupt willst, dann melde dich einfach bei mir. Ganz herzliche Grüße, deine Nadja.